Also die Entscheidung ist jetzt gefallen. Wir haben unsere 6 Finalistinnen. Was sagst du denn zum Ergebnis? Ich freue mich für die Mädels. Ich glaube, es sind genau die 6 Richtigen geworden. Wir waren uns in der Jury direkt einig und ich konnte es jetzt ganz entspannt weiterverfolgen. Ja, ich finde, dass das die beste Wahl war. Es waren zwar alle Mädchen wunderbar, jeder auf seine Art und Weise. Ja, es war schwierig, aber das Ende der Dinge war es eine sehr gute Wahl. Das Autohaus Eder stellt ja jetzt den Mädels 6 wunderschöne Flitzer zur Verfügung. Glauben Sie denn, dass die Mädels und die Autos gut zusammenpassen? Ja, das passt wunderbar zusammen, die Mädels, die Autos, wie sie gesagt haben, super Blitzer. Also die werden mit Sicherheit für Furore sorgen, wenn die Autos in der Gegend rumfahren, tolle Mädels und tolle Autos. Was hat den Ausschlag gegeben, genau für diese Mädels? Warum habt ihr euch für diese entschieden? Das kann man gar nicht so genau sagen. Wir bewerten mehrere Sachen, immer nach Punkten, die haben wir dann fleißig zusammenzählen und dann haben sie die 6 geworden. Was bedeutet denn in Ihrem Autohaus bei Autohaus Eder die ganze Wahl bis Herbstfest? Was haben Sie denn da für einen Bezug? Vielleicht können Sie das nochmal erklären für die User. Ja, zunächst einmal hat es mich sehr gefreut, weil so viele junge Menschen da waren. Ja, man sieht also, das ist im Trend der Zeit missfallen. Und dann das nächste wollen wir natürlich bekannt machen bei den jungen Leuten und mit einem guten Eindruck, ich glaube, den haben wir da hinterlassen, sagen, dass so unsere Arbeit ist, nämlich professionell. Was hast du jetzt für einen Tipp als Miss Herbst 2010 für die 6 Finalistinnen? Was erwartet sie jetzt, an was müssen sie denken? Oh, jetzt einen Haufen Werbung machen ist bestimmt ganz wichtig. Dass sie nicht verstellen, alle Freunde mobilisieren, einfach eine schöne Zeit haben, das genießen, weil es wird ja leider noch ordentlich.